Mein Name ist Mike Schwarz, ich bin jetzt seit 18 Jahren bei der Comsa angestellt. Ich fahre Gabelstapler, bin technischer Koordinator für die Gabelstapler, Hubtechnik und Regaltechnik. Die Comsa ist Distributor für Telekommunikationstechnik und unter anderem reparieren wir auch Smartphones und beliefern die Kunden und die Großhändler. Wir befinden uns hier im Objekt Beta im Hochregallager. Das Hochregallager ist 16 Meter hoch und hat 14.000 Stellplätze. Hier im Hochregal kommt der Linde Kommissionierungsstapler K15 zum Einsatz. Der Mitarbeiter, der im Hochregal arbeitet, muss höhentauglich sein und muss jährlich eine Abseilübung absolvieren. Mein Name ist Christian Hähne. Ich bin seit 2005 bei der Firma Sander beschäftigt, dort als Techniker und seit 2010 auch als Trainer für Kollegen und für die Kunden eingesetzt. Wenn man in einem Kommissionierstapler arbeitet, benötigt man die Abseilschulung für den Notfall. Man arbeitet teilweise bis in 16 Meter Höhe und wenn dort das Gerät ausfällt oder eine Funktionsstörung hat, muss man eine Möglichkeit haben, um sicher nach unten zu kommen. Die Schwerpunkte der Schulung sind ein Theorieteil und im Anschluss eine praktische Übung, wo der Teilnehmer erst am Boden das Rettungsgeschirr kennenlernt und dann aus einer Höhe von 3 bis 4 Metern das praktisch anwendet, um den Ernstfall zu simulieren. Bindend ist für die Abseilschulung die DGUV-Regel 112-199, Retten aus Höhen und Tiefen. Die Herausforderung bei der Abseilschulung besteht darin, dass man sich sicher im Seil fühlt und sicher bei der Abseilübung. Ich bin Michael Dietrich, Mitarbeiter bei der Comsa. Mein Tätigkeitsfeld ist bei der Logistik und meine Tätigkeiten sind das Ein- und Auslagern von Paletten im Hochregal. Es hat mir gut gefallen bei der Abseilschulung, dass wir uns vom Stapler abseilen mussten. Es war eine Überwindung, eine Herausforderung und sehr spannend. Durch die Abseilschulung fühle ich mich sicher und ich fühle mich der Arbeitsaufgabe mehr und besser gewachsen. Das Highlight bei so einer Schulung ist, wenn sich ein Teilnehmer das erste Mal abseilt und sicher am Boden ankommt und sich darüber freut.